Ein jeder hat die Woche nach seiner Art gelebt. Habe er eine gute Woche gehabt, hat er vielleicht eine schlechte Woche gehabt. Wir haben uns diesmal wieder was ganz Neues vorgenommen. Wir fahren jetzt mal einfach in einem Auto durch unsere Landschaft und dabei ist uns aufgefallen, dass wir das Örtchen Nienwohld noch gar nicht kennengelernt haben. Eine durchaus attraktive dörfliche Ortschaft, die, das ist natürlich immer wieder im Gespräch, Detlef Buck hervorgebracht hat, wenn wir das mal so ausdrücken wollten. Wir fahren hier gerade rein nach Nienwohld, kommen hier so an einigen Neubauten vor. Eine sehr schöne geschwungene Straße, es wirkt hier offen und sonnig, relativ baumfrei, fällt mir auf. Hier entdecke ich bereits das erste interessante Gebäude, wo wir hier durchkommen. Da vorne kommt eine historische Schmiede. Scheinbar wird dort auch noch mit Landtechnik gearbeitet. Ganz interessant hier die Ecke, aber die alte Schmiede wird scheinbar nicht mehr benutzt. Die Straße ist schön und offen. Offensichtlich haben die Dorfbewohner hier eine sehr, sehr gemeinschaftliche Ader. Jeder hat hier so einen Platz. Also das heißt, jeder hat Platz für sich, aber sie wirken doch miteinander verbunden. Wir sind hier nicht Google Earth oder irgendwas anderes. Wir fahren hier nur mal so durchs Dorf, weil es hier fast nichts anderes gibt als das Durchfahren. Gehen können wir hier kaum, obwohl die Leute hier liebevoll geräumt haben. Aber ich entdecke schon das nächste interessante Objekt. Wir haben hier doch noch etwas ältere Häuser. Hier nochmal ganz spannend. Jetzt mit einem weißen Vorbau. Das kommt hier in Nienwohld ganz, ganz häufig vor. Dieser Eingangsbereich ist betont, herrschaftlich betont. Das heißt also, die Höfe hielten hier was auf sich. Hier endlich nochmal einer der großen Hämmer in Nienwohld. Die berühmte Fischräucherei. Hier steht's. Aale und Forellen frisch geräuchert und Karpfen gibt es hier auch. Nur für den Liebhaber von gesundem Fisch oder Fischeiweiß ist es natürlich mal ganz gut, nebenbei mal was Leichtes zu essen und nicht immer die harten, zähen Steaks aus unserer Gegend oder eben solche, die wir aus Argentinien importieren, damit wir uns einbilden, dass wir besseres Fleisch haben als das, was unsere tollen Landwirte hier in dieser Gegend produzieren. Was wir jetzt beim Vorbeifahren natürlich völlig missachtet haben, ist das, wofür Nienwohld heute berühmt ist, und zwar nicht Detlef Buck, immer wieder das Gerede von Detlef Buck. Ich glaube, Detlef kann das schon gar nicht mehr hören. Nein, es geht hier nicht um seine ersten Filme, die aus der Landwirtschaftskultur kommen, oder seine ersten Witzfilme, in denen ein Trecker eine Rolle spielt oder wie einer mit dem Trecker lange unterwegs ist. Dieser besondere, trockene Landwitz, den Detlef Buck in die Landschaft gebracht hat. Nein, wir kennen Nienwohld heute eher so als Ort, aus dem die Süßmosterei Schmidt stammt. Das ist kein Ökobetrieb, wie es heutzutage so Mode ist, wenn die neureichen Deutschen sich jetzt alle Öko-Ware oder Bio-Ware gönnen. Die Süßmosterei ist schon ein älterer Betrieb. Es ist ein Zulieferbetrieb, in dem wir unsere wunderbaren Falläpfel oder unser Pflückobst abliefern können. Er macht alle möglichen Arten von Säfte. Das Schöne ist an der Süßmosterei, dass sie nicht nur Lohnwerkstatt oder Lohnunternehmen ist, sondern dass sie auch eigene Produkte herstellt, die durchaus eigenwilligen Charakter haben. Und das Allerschönste an Herrn Schmidt, das ist eine kleine Gemeinheit, aber ist, dass er eine Französin als Frau hat und deswegen hier auch ein bisschen französische Getränkekultur eingezogen ist. Wir versuchen mal, die Süßmosterei Schmidt zu besuchen. Ja, wir sind jetzt hier auf den Hof der Süßmosterei gefahren. Ich gehe mal davon aus, dass die Mosterei nichts dagegen hat, weil es sowieso ein öffentlicher Bereich ist. Wir sind hier außerhalb der Geschäftszeiten angekommen. Es ist eine Stelle, die viele Leute aus dieser Landschaft kennen und mögen. Hier wird immer gewogen, was man mitbringt. Es ist nichts Besonderes, was wir hier angucken, aber doch eine Eigenart, die lange nicht mehr überall vorhanden ist. Und diese Süßmosterei arbeitet sehr exakt und sauber. Dann wird hier das Material hochgefahren, in die entsprechenden Lagerkammern eingeworfen und später dann abgepresst und in diesem unscheinbaren Gebäude verarbeitet zu Saft. Selbstverständlich, wer es noch nicht weiß, Saft wird weitgehend pasteurisiert und dann verkorkt mit Kronenkorken und so hält er sich jahrelang. Hier hinter dieser unscheinbaren Tür, man kann das so ein bisschen erkennen, dass hier auch Leergut steht, ist eine ganz kuschelige Stube, in der mit viel Schmuck und viel Witz so ein bisschen was aus Frankreich, also echte gute französische Landweine zum Beispiel, präsentiert werden oder andere kleine Spezereien, nebst einer immensen Fülle an originellen Säften, die sich hier hinter verbirgt. Schade, dass wir hier gerade nicht reingucken können, aber das ist auch typisch Nienwohld. Es gibt hier noch richtige Mittagsstunden und zu einer Mittagsstunde ist gepflegte Ruhe angesagt. Und auf
keinen Fall irgendeine notwendige geschäftige Hektik. Nienwohld erzeugt Ruhe, Geborgenheit und Erholung. Einfach so, wie es da ist. Wir rasen noch mal ganz schnell zurück zur Schmiede, denn die ist wirklich ein historisches Unikum. Und man kann nur hoffen, dass die Eigentümer dieser Gebäude darauf achten, dass dieses recht attraktive Original in diesem Dorf vielleicht so bestehen bleiben kann und auch mit seiner speziellen Alterung in der Außenhaut präsentabel bleibt für kommende Generationen. Denn sonst weiß man gar nicht mehr, dass es in jedem Dorf einen Hufschmied gab, der zum Beispiel die Beschläge für die notwendigen Arbeitstiere, also die Pferde, gemacht hat. Teilweise sogar für Kühe. Ein Kuriosum aus der Zeit, wo es auch noch Leute gab, die mit Rindern arbeiten mussten, was in dieser Landschaft aber selten war. Ja, wir stehen jetzt hier vor diesem wunderschönen Schmiedegebäude, an dem wir doch noch erkennen können, was früher historisch ein großes Tor war. Nämlich dieses kleine Eingangstor, das ein bisschen renoviert worden ist, zeugt noch von der Vergangenheit, hat auch noch Beschläge, die deutlich älter sind. Also es sind gut 150 Jahre, die das etwa auf dem Puckel haben. Müsste auch ein schönes Seitenfenster noch. Da war früher alles ein bisschen anders, aber das atmet noch so ein bisschen die Zeit. Das jetzt hier eingezogene landtechnische Lohnunternehmen, also ich als Landwirt bestelle mir große arbeitskräftige Trecker und Erntegeräte und sonst wie was per Lohnunternehmen, die arbeiten bei mir auf Zeit, scheint gut zu funktionieren, weil hinten der Hof voller schöner Geräte ist. Aber man kann an diesem, um darauf nochmal zurückzukommen, alten Schmiedegebäude erkennen, wie sich damals die Welt verändert hat. Denn so ein Gebäude konnte irgendwann nicht mehr existieren als Arbeitsplatz mit entsprechenden Schmieden darin. Dann hat man später angebaut, ein anderes Tor reingesetzt, dieses graue Tor da vorne, dann hier sogar noch einen Container davor gesetzt. Also das ist wirklich hier mal eine schöne architektonische Mischform, die zeigt, wie man reagieren musste, um überhaupt weiter Geld zu verdienen in der Vergangenheit. Und ein klassischer Schmied hat heute vielleicht auf Zeit nochmal zu tun, wenn irgendwo Besonderheiten hergestellt werden müssen oder eine Reihe von Pferden beschlagen werden muss. Das ist sehr selten geworden. Wir fahren jetzt schon wieder zurück. Nicht, weil wir so viel entdecken hier in Nienwohld, worüber wir berichten könnten, sondern weil wir einfach nochmal zur alten Schule wollen. Es ist der Eindruck von Nienwohld, so wie er sich jetzt uns präsentiert, ein, wie vorhin schon erläutert, ruhiges, schönes Schlafdorf. Vielleicht arbeiten wir in Hamburg, vielleicht arbeiten wir in Bagdaheide. Vielleicht wollen wir ländliche Umgebung für unsere Kinder. Hier finden wir sie. Wir biegen ab beim Gemeindehaus. Das ist der Weg nach Elmenhorst. Hier wird liebevoll Schnee geschippt. Das Gemeindehaus ist die alte Schule. Und das ist doch eine kleine Besonderheit. Oh, hier ist Sackgasse. Aber es ist doch eine kleine Besonderheit von Nienwohld, dass die alte Schule, in der früher die echten Nienwohlder Kinder, die wahren Kinder, die hier geboren, in Nienwohld geboren, nicht in Bad Oldesloe oder in Hennstedt-Ulzburg in der Paracelsus-Klinik, wie es auch manchmal Mode ist, wo die Kinder dann hier auch wirklich zur Schule gehen durften. Hier ist die Feuerwehr. Das ist eine gesunde Situation, wenn eine Gemeinde sich ihrer alten Gemeinschaftsgebäude nach wie vor bewusst ist und sie immer wieder für die Gemeinschaft nutzt, sodass der alte Gedanke des Gemeinschaftlichen erhalten bleibt. Wir fahren jetzt raus aus Nienwohld auf dem Landwege nach Elmenhorst, freuen uns, dass wir in diesem beschaulichen Dorf zu Gast gewesen sein dürfen und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder bei uns sind. Bis dann bei Natürlich Nofke.